sind wir wieder beim Thema, das geht zu schnell. Das sind nur so ein paar Prozentpunkte, die da jetzt fehlen, aber die führen dann dazu, dass er mit dem Return nicht mehr wirklich rankommt. Ja, das sind einfach die neuen Bälle. Die sind ein bisschen schwieriger zu kontrollieren, fliegen ein bisschen weiter und der Druck, den man eigentlich auf Alcaraz ausbauen möchte, der wird immer weniger und der fühlt sich immer sicherer führt, deswegen 5:2. Und braucht nur noch ein Spiel, um den Titel zu verteidigen hier in Madrid. Egal wie es am Ende ausgeht, Jan-Lennart Struff hat Carlos Alcaraz auch im dritten Aufeinandertreffen herausragend Paroli geboten. Und wir wollen doch mal gucken, wie sich Alcaraz anstellt, wenn er das hier ausserviert. Wobei Nervosität vor heimischem Publikum, das haben wir jetzt schon so häufig besprochen. Ich glaube, das ist dem auch relativ egal, wo er gerade Tennis spielt. Ja, jetzt fühlt er sich schon, er ist mitten im Spiel, jetzt fühlt er sich wieder wohl und Nervosität verspielt er nicht. Aber wirklich über längere Strecken war Struffi eigentlich der bessere Spieler, der hat